Hallo, hier ist Patricia von Patis Stempeltempel. Heute möchte ich euch mal ein paar fertig gestaltete Karten zeigen. Die habe ich mit diesem wunderschönen Designerpapier Tintenkunst gestaltet. Das ist ja im Moment der Renner, glaube ich, und gefällt ganz, ganz vielen genauso gut wie mir. Also da sind die neuen Incolor-Farben drin. Bonbonrosa, Papaya, Lodengrün. Okay, dieses Papier, guckt euch das mal bitte schön an, ne? Und dann hat das so Goldeinschlüsse. Es ist echt wunderschön. Ja, und dazu habe ich die Stanzform aus dem Set benutzt. Ich mache mir immer so eine Kopie, damit ich weiß, wie viel da drin sein müssen. Und dann schneide ich das einfach aus und lege das in dieses Stanzenset. Das sind die Stanzformen dazu. Die heißen künstlerisch. Und das Stempelset, das zeige ich euch auch gerade nochmal hier in die Kamera. Das ist dieses hier. Kunstvoll koloriert. Das gibt es also als Set dazu, zusammen mit den Stanzformen mit 10% Preisvorteil, kostet es 63,25. Und ich habe dann noch für einige Karten dieses Set genutzt, diese großen Wünsche mit diesen tollen Sprüchen. Und jetzt drehe ich meine Kamera um auf den Basteltisch und dann zeige ich euch erstmal meine fertigen Karten und danach basteln wir nochmal eine Karte gemeinsam. Das geht echt super schnell. Also man braucht halt nur diese beiden Stempelsets, die Stanzformen, bisschen Papier haben wir alle und ich habe in klar embossed die Blüten, die ich dann ausstanze. Ja, das zeige ich euch jetzt ja alles gleich und wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns gleich auf meinem Basteltisch wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder, jetzt auf meinem Basteltisch. Ich hoffe, ich bin gut im Bild und ihr könnt das gut sehen. Ich wollte euch noch mal ganz kurz dieses wirklich fantastische, besondere Designerpapier zeigen. Da sind 12 Bögen in einer Packung und das heißt Tintenkunst und das kostet 18 Euro. Und da sind die Farben drin: Lodengrün, Aventurin, Magentarot, Minzmakrone, Papaya, Farngrün, Bonbonrosa, Tannengrün und Flüsterweiß. Also so gehe ich dann auch immer vor und gucke, mit welchen Stempelfarben und welchem Farbkarton kann ich das kombinieren. Und ihr seht das schön schon hier in diesem Blatt, also was das für ein Hammer Foliendruck hat. Ich finde es traumhaft schön. Sind auch einige von den neuen Incolor-Farben drin, habe ich ja eben schon gesagt, welche das sind. Möchte mich da jetzt nicht andauernd wiederholen zu versuchen. Das ist die Rückseite. Und wir gehen es einmal schnell durch hier. Das ist jetzt ein Blatt, das ich gleich mit euch verwenden werde. Aber erst zeige ich euch tatsächlich mal alle Karten, die ich dazu jetzt schon gebastelt habe. Das war der Bogen, den ich euch eben schon gezeigt habe. Genau. Und ich schneide mir die dann so zu. Und zwar schneide ich mir die Bögen bei 14,5 auf der Seite und dann nochmal bei 14,5 und dann bleibt so ein ganz kleiner Streifen übrig. Ich gucke mal, hier habe ich noch so einen liegen. Ich meine, der bleibt übrig oder so einer. Ne, der bleibt übrig, genau, weil es sind ja 30,5, ne, bleibt also so ein ganz dünner Streifen übrig. Das Papier habe ich schon komplett aufgebraucht. Das seht ihr gleich in meinen Karten. Da habe ich keinen ganzen Bogen mehr, nur noch so ein paar ganz kleine Reste. Kann ich euch nur mal hier so zeigen. Und auch in meinem letzten Video habe ich damit ja diese schöne sandfarbene Geschenkschachtel gebastelt. Ja, weiter geht's. Also das ist dieses hier, immer Vorder- und Rückseite. Dann kommen wir zu diesem hier. Und das ist die Rückseite von dem Papier. Also guckt euch das bloß mal an hier, ne? Das ist so toll mit diesem Alkohol-Ink-Look, ja. Und dann diese Goldeinschlüsse. Ich finde das echt der Hammer. Also ich habe noch nie so ein schönes Papier gesehen bei Stampin' Up. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Hier die Blüten auch wieder mit diesem Alkohol-Ink-Effekt oder auch so Aquarell-Look. Und dann mit diesem goldenen in der Blütenmitte, mit dem Blütenstempel. Das ist die Rückseite. So toll für Hintergründe verwenden. Dann kommt das jetzt hier in Papaya. Und das ist auch der Hammer. Das ist die Rückseite hiervon. Da kann man so schöne Akzente setzen mit diesem weiß-goldenen Streifenlook. Ja, das war das Papier. Und jetzt seht ihr es schon. Hier kommen wir zu den tollen Karten, die ich damit gemacht habe. Also ich habe mich da ganz, ganz klar und ganz dicht bei meinen tollen Kolleginnen orientiert. Da sind einige unterwegs gewesen, die
da wunderschöne Karten schon mit gezeigt haben. Und das habe ich 1:1 gecased. Also das ist ja das Prinzip bei Stampin' Up, dass wir, wenn wir was sehen und das gut gefällt und das zu 100% ruhig nachmachen können. Das heißt, Case steht für Copy and Share Everything, ne? Also kopiere und teile alles. Genau, und hier sehe ich gerade, hier ist ein bisschen Kleber rausgekommen. Den radiere ich mal eben weg mit dem Klebemittelradierer. Das kennt ihr bestimmt und schon ist das weg. Ja, das wäre jetzt eine der ersten Karten mit diesem fantastischen Papier. Hier liegt es. Und wie gesagt, ich schneide es dann bei 14,5. Das ist mein Grundkartenmaß. Nein, bei 14. Entschuldigung, bei 14. Und nochmal bei 14. Und dann bleibt halt so ein kleiner Streifen übrig. Und wenn so ein kleiner Streifen übrig ist, dann setze ich den auch noch hier innen in die Karte als Element. Und hier habe ich dann im Hintergrund einmal das Blatt gestempelt aus dem Stempelset. Dieses hier. Ich hoffe mal, dass es nicht zu sehr blendet. Genau. Das habe ich dann in Farngrün gestempelt, so wie der Kartenrohling ist. Und der Kartenrohling hat das Maß von 21 cm mal 14,5. Und es wird dann bei 10,5 gefalzt. Und dann hat man halt so das Grundstandardkartenmaß. Das ist so meins. Manche nehmen ja 14,85. Ich habe mich auf 14,5 eingeschossen und fahre damit sehr gut. Und deswegen bekommt man aus einem ganzen Paket, wenn man das so macht, diese so zuschneidet, diese einzelnen Blätter, tatsächlich sage und schreibe 72 Karten. Also wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn ihr das schafft, dieses ganze Paket mit 12 Seiten besonderes Designerpapier Tintenkunst so zu schneiden, wie ich es jetzt sage, 14 cm und nochmal bei 28 oder auch nochmal bei 14 dann. Und dann in 10 cm bekommt man aus jedem Bogen 6 Kartenaufleger und das mal 12 sind 72. Bei einem halben Paket sind es 36 Karten und bei einem Viertelpaket sind es 18 Karten. Also das sollte man sich wirklich mal überlegen, weil da hat man so viel Spielraum mit, so viele Möglichkeiten, so viele Karten. Da hat man, glaube ich, für einen langen, langen Zeitraum erstmal Vorrat, so wie ich es jetzt auch habe. Und ich habe bei der Karte dann die Blüte hier aus dem Stempelset in Currygelb gestempelt, weil ich wollte einfach mal ein bisschen eine Kontrastfarbe dazu gehen. Und dazu nehme ich mir meinen Farbfächer oder Color Coach und dann gucke ich bei Farngrün, so wie der Kartenrohling ist, das ist hier Farngrün, und da stand hier als passende Farbe Currygelb. Und da habe ich natürlich Currygelb genommen. Die große Blüte habe ich embossed, klar embossed, mit klarem Embossingpulver und dann mit dem Föhn geschmolzen und dann ausgestanzt. Und die andere, die kleine, die Rose aus dem Set hier unten, die habe ich einfach nur normal abgestempelt. Alles auf flüsterweißen, normalen Farbkarton. Und dann habe ich noch den Gruß gestempelt, hier beste Wünsche. Blendet so sehr mit meiner Lampe, auch in Farngrün, in der Grundfarbe, wie die Grundkarte ist. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt wirst du mal ein bisschen mutiger. Habe ich die gleiche Karte, also ich habe immer geguckt, einmal habe ich diesen Farbverlauf vom Designerpapier nach links gesetzt, einmal auf die rechte Seite, und es kommen auch noch Hochkantkarten, so heißt es, wollte ich sagen, sorry. Ja, das ist die nächste wunderschöne Karte, auch wieder klar embossed, die große Blüte, traumhaft schön. Ein Reststreifen hier rein, hier sieht man auch noch wirklich dieses kleine Goldelement, diese Einschlüsse. Ja, das ist die nächste Karte, hier ist es auf der rechten Seite und hier auf der linken Seite. Guck mal, dass ich die hier beide in die Kamera kriege, genau. Das war dann auch wieder Currygelb, hier ist kein Streifen drin. Dann bin ich mal ganz mutig geworden und habe gesagt, ich möchte mal so einen richtigen Knaller, so was fürs Auge, das einem richtig ins Auge springt. Mein Sohn hat gesagt, oh Mama, das geht gar nicht. Ich finde es aber so trotzdem sehr schön, und das ist in Blutorange die Grundkarte. Und die Blüte dann halt auch in Blutorange abgestempelt, so wie die Rose auch.
Und hier habe ich dann in Aventurin die Blätter gestempelt und das ist einfach nur goldener Metallic-Farbkarton und einmal die Blätter ausgestanzt. Dann kommen wir jetzt noch zu zwei Karten im Hochformat. Also man sieht halt wirklich, wie sich das wirklich total verändert gleich. Ich bin beim Spruch immer bei dem gleichen geblieben, weil beste Wünsche, finde ich, kann man sehr vielfältig verwenden beim Verschenken von der Karte. Und man kann ja dann auch noch das zum Beispiel zum Geburtstag in die Karte reinstempeln, wenn man es möchte. So sieht die Karte von innen aus, ganz schlicht, aber auch wieder ein Streifen von dem besonderen Designerpapier. Und dann kommen wir so zu dem Favoriten von meinem Sohn, von meinem Ältesten, 22 Jahre alt. Das ist diese Karte. Also hätte ich selber auch nicht gedacht, dass er das mit diesen zarten Tönen gut findet. Das ist Flamingo-Rot und dann die Blüten halt auch in Flamingo-Rot gestempelt. Das in der Mitte habe ich mit diesem Metallic-Ink-Stempelkissen gestempelt und ja, dann einfach auch wieder ausgestanzt und hier innen drin ist er ganz schlicht. Das waren die ersten Karten zu dem tollen Designerpapier mit diesem Grün. Und jetzt zeige ich euch mal die Karten, die ich mit diesem Set gebastelt habe. Und zwar mit diesen großen Wünschen. Ja, ich muss das mal gucken, dass das nicht ganz so blendet. Ich glaube, so geht das. Und das sind halt auch wunderschön. Das ist dann dieses Papier, wo vorne diese Seite ist und auf der Rückseite ist das. Und wie gesagt, da habe ich ja leider nur noch so ein paar Streifen. Deswegen kann ich euch die nochmal so zeigen. Ich mache die jetzt mal auf. Also diese Etiketten sind aus den Etikettenstanzformen so hübsch bestickt. Ich sage immer so diese Keksform und dann stempel ich halt mit dem Stamparatus einmal den großen Spruch und den kleinen vorne drauf. Dann hat man auch ratzfatz eine Karte fertig. Dann habe ich es mal gedreht. Andere Spruch, also das einmal in diesem Layout. Na, hier ist das Geburtstag in der geschwungenen Schrift und hier in der geraden. Das sind alle sehr schön. Jetzt kommen wir zu diesem tollen Papier wieder mit dem Goldeinschlüssen. Wunderschön. Ja, die sind, glaube ich, alle ohne Streifen, weil ich ja nicht mehr so viel Papier davon hatte. Und auch nochmal so rum. Ne? Das wieder gewechselt. Dann habe ich auch nochmal dieses tolle Element aus den Stanzformen ausgestanzt. Ich zeige euch das mal richtig, weil ich jetzt meinen Drucker ja ein bisschen gesponnen. Das ist diese fantastische filigrane Blüte. Die habe ich auch schon in meinem letzten Video gezeigt und verwendet. Einfach auch mit Goldfolie ausgestanzt und hier im Hintergrund habe ich mit Bonbonrosa und Papaya diesen Stempel aus dem Stempelset verwendet. Diesen hier mit dem Wasserverlauf. Also auch mit diesen Tintenklecksen, die so ineinander übergeben und mal stärker sind und mal ganz zart. Geht super gut. Einfach so gegenüber angesetzt. Ja, das war das. Das waren hier meine wunderschönen Karten erstmal. Und jetzt zeige ich euch nochmal ein paar weitere Ideen. Sind wir schon wieder bei 11 Ideen. Das ist auch ein tolles Layout. Einfach nochmal hier ein Label draufsetzen, einen ersten Aufleger. Dann habe ich gestempelt, das Stück war natürlich zusammen. Und dann habe ich das in drei gleich große Stücke geschnitten, würde ich sagen. Und ich arbeite ja, glaube ich, fast nur mit Inch. Die sind 1,5, also war das ganze Stück Papier 4,5 Inch groß. Und der erste Aufleger ist 5 Inch groß, könnt ihr gut sehen, glaube ich, ne? Ja, weiter geht's jetzt. Das habe ich mir auch bei einer YouTuberin auf YouTube abgeguckt. Dieses Layout finde ich auch passt für wunderschön viele tolle andere Projekte auch und andere Stempelsets. Magenta Rot, Aventurin und Papaya und einmal aus dem Stempelset hier abgestempelt die Blüten. Dann das wäre zum Beispiel so eine Anfängerkarte und das wäre dann die fortgeschrittenen Karte. Da nimmt man dann schon mal das Designerpapier und hier sind ein paar schöne Steinchen draufgeklebt. Mal gucken, ob ich die gerade habe. Welche das sind, interessiert euch ja bestimmt. Genau,
Ich habe sie gefunden. Runde Akzente in Opalweiß sind das. Also 9 Euro kosten die. Und da sind 100 Stück drin. Hier unten steht es. Genau. Und dann habe ich aus der letzten Serie Ewiges Gold, weil dieses Goldpapier, was dazu gibt, die Akzente hatte ich mir nicht bestellt mit. Und ich hatte noch so viel vom letzten Jahr aus dem Jahreskatalog davon. Und da habe ich die einfach auseinandergeschnitten, so einen Kreis, und hier hinter gesetzt. Ja. Und hier unten habe ich auch diese kleinen Pünktchen gestempelt in dem, auf dem Farbkarton in Papaya. So, und das wäre die fortgeschrittenen Karte. Ups. Da habe ich gestempelt, gestanzt und das dann so arrangiert, wie die liebe Kollegin mir das gezeigt hat. Ich hoffe, ich finde das nochmal in meinem Verlauf, muss ich immer nachgucken. Und dann würde ich euch das auch verlinken. Ja, und das waren meine tollen Karten zu diesem wunderschönen Produktpaket Tintenkunst oder Kunst voll koloriert, wie das Stempelset heißt. Und jetzt suche ich mir nochmal meine Sachen zusammen und würde euch gerne zeigen, wie ich die ersten Karten eine gemacht habe, zum Beispiel so eine. Ja, mache ich jetzt mal kurz auf Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, jetzt geht es erstmal weiter mit den Vorbereitungen für die Karte. Und zwar nehme ich mir einen von diesen Bögen und den schneide ich jetzt bei 14 cm. Und bei 28 einmal durch, damit wir tatsächlich aus einem Bogen dann 6 Karten bekommen, weil meine Grundkarte hat ja das Maß von 21 x 14,5. So, ich setze jetzt hier unten an mit meiner Schneideklinge, ich gucke, dass alles gerade ist und dann einfach ganz mutig einmal durchschneiden. Und das zweite Papier genauso. Und ich schneide mir das jetzt natürlich hier bei dem Weißen weg, wo nicht so viel von den schönen Tintenklecksen ist, und nicht bei dem Grünen. Und nochmal bei 14 cm anlegen. Und so einmal durch. Und dann schneide ich die jetzt in 3 Stücke à 10 cm Breite. Und somit bekommt man, wie ich schon einmal gesagt habe, aus einem Bogen Designerpapier, oder in dem Fall heißt es ja besonderes Designerpapier. Genau, und das sind diese dünnen Streifen. Oh, jetzt bin ich gegen den Schwanenhals geruckelt, muss ich sagen. Und die habe ich dann immer in die Karte innen drin eingeklebt. Ne? So. Und jetzt habe ich hier gerade irgendwie eine Nachricht auf mein Handy gekriegt. Das irritiert mich schon wieder total. Habe ich hier schon mal 3 Stück. Und hieraus kann man sich dann halt auch noch mal 3 schneiden. Und wie gesagt, aus einem ganzen Paket Designerpapier bekommt man 72 Karten. Aus einem halben Paket 36 Karten und aus einem Viertelpaket 18 Karten. Ne? Also es ist schon echt sehr, sehr äußerst ergiebig, möchte ich euch mal sagen. Dann nehme ich jetzt nochmal, weil hier ja Farngrün drin ist und auch Aventurin, gucke ich nochmal in meinen Color Coach und der sagt mir jetzt, zu Farngrün würde auch Jade gut passen. Ja, finde ich natürlich auch eine Hammerkombination. Habe ich mir schon mal ein Blatt geholt, um zu gucken, wie das auch tatsächlich aussieht. Und ich finde, das sieht auch super gut aus. Und dann, glaube ich, werde ich auch die Blüte in Jade stempeln, dass es so ein bisschen Ton in Ton ist. Oder in Bermuda-Blau, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, und dazu würde ich mich jetzt bei dieser Karte entscheiden. Und man kann auch mal sehen, wie das wirklich sich immer wieder verändert, wenn man ein anderes Stück von diesem Papier hier drauflegt. Und das habe ich auch noch. Hier ist noch mehr von dem... Oh, das sieht auch so gut aus. Nee, ich nehme das. Ich wechsle nochmal meine Meinung. Ich muss mir das auch erst angucken hier. Ich habe das auch nicht geprobt vorher, sondern das mache ich hier sozusagen live. Also für mich ist es live, für euch ist es natürlich eine Aufzeichnung nachher, aber anders geht es ja noch nicht. Live kann man ja erst gehen ab 1000 Abonnenten und da bin ich ja noch ganz weit von entfernt. Ja, jetzt schneide ich mir den Farbkarton in Jade bei 14,5. Ich kann ja mal gucken, dass ich ein bisschen weiter hochgehe.
und einmal, ups, sorry, bei 10,5 wird er gefalzt in der Mitte. Und dann kann das auch schon weg, dass das hier nicht immer so spiegelt und so blendet. Und dann müsste ich jetzt gucken, wo möchte ich mein Element hinhaben. Und ich glaube, in dem Fall nehme ich es hier und würde die Blüte hier hinsetzen. Oder natürlich von oben nach unten. Das sieht auch immer, oh, das sieht so edel aus, ne? Fantastisch, wirklich. Ja, dann habe ich mir ein Stück Restfarbkarton, hier seht ihr schon, da habe ich dann gestern meine Probesachen mitgestempelt. Dann nehme ich mir den Embossing Buddy, um die Blüte hier jetzt schön aufstempeln zu können. Damit nimmt man so die, ja, ich gucke mal, ob ich meine Kamera hier noch ein bisschen besser hinkriege, runter, die Statik und dann ziehe ich mir mal eben schnell die Stempel auf. Und zwar einmal die große Blume. Ja, da brauche ich natürlich den größeren Stempelblock. Dafür braucht ihr für diese Blume den Stempelblock D. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann jetzt. Ne? D ist das. Da passt die gut drauf. Dann für die kleine reicht dieser hier, das ist B, Stempelblock B, könnt ihr sehen, ja, und dann nehme ich noch die Blätter, würde wahrscheinlich auch der B gehen, aber ich nehme dann jetzt, das ist der Stempelblock C, C, so, da ist er, genau, und jetzt hole ich mir mal, ja, nehme ich jetzt Jade oder nehme ich Bermuda Blau? Schwierige Frage, aber ich kann ja beides einmal abstempeln, ist ja kein Problem. Und um so ein Stempelkissen mit klar zu embossen, dann nimmt man das Versamark Stempelkissen, geht einmal erst in den Stempel und dann in das Stempelkissen. Hier sieht man das jetzt, dass der so schön glänzt. Das ist ja so eine Klebetinte sozusagen, sage ich mal. Und jetzt stempe ich es einmal ab. Kurz einen Moment drauf lassen. Wow. Jade. Wie gesagt, das ist Jade. Dann muss ich mal gucken, wo ich mein Säuberungskissen habe hier. Da mache ich den Stempel einmal schnell sauber. Und dann geht man wieder in das Versamark Stempelkissen. Das sind diese, wo man auch so ein Wasserzeichen mitstempeln kann. Wenn ich das jetzt so ohne Tinte abstempeln würde, hätte man halt nur so ein Wasserzeichen-Look. Und dann gehe ich in Bermuda Blau. Kurz warten. Oh ja, das sieht auch mega aus. Ja, da werde ich jetzt mal gucken, welche Blüte mir dazu gut gepasst, am besten aussieht. Also durch das künstliche Licht ist es immer ein bisschen schwer zu entscheiden. Aber ich bleibe tatsächlich bei Ton in Ton. Den Hintergrund wollte ich gerne stempeln, also dieses Blatt hier. Ne, jetzt muss ich ja erstmal schnell, bevor mir hier meine Versamark-Tinte trocknet, aha, muss ich das mit dem klaren Embossing-Pulver bestreuen. Ich mache das so und die mache ich jetzt auch gleich mit. Und dann habe ich noch eine in Reserve fürs nächste Mal. Schütte ich jetzt einfach hier ab, so, und dann kann ich das so zurückgeben in mein Töpfchen. Ja, das ist ein klares von Ranger, das ist schon sehr lange in meinem Bestand und das brauche ich erstmal auf, bevor ich mir ein neues bestelle.
So, jetzt muss ich das kurz föhnen gehen. Dann mache ich mal ganz kurz auf Pause und bin gleich wieder da. So, fertig embossed. Also, so sieht das aus. Und ich finde halt, das sieht so klasse aus mit diesem klaren Embossing. Ich gucke mal, ob es noch ein bisschen dichter ranbekomme für euch hier. Ja, weil das hat gleich so einen Effekt, als wenn hier, finde ich, so Tautropfen auf den Blüten noch sind. Wunderschöner Effekt halt, ne? So, ich habe jetzt aber gesehen, es ist schon fast 5 vor 3 und ich muss ins Seniorenzentrum zu meinen Eltern. Ich habe da heute einen Besuchstermin angemeldet und deswegen werde ich jetzt hier kurz unterbrechen und nachher weiterfilmen. Also ich sage dann mal bis in gleich 2, 3, 4 Sekunden, ne? Tschüss. So, da bin ich auch schon wieder. 2,5, 3 Stunden später. War wieder sehr schön bei meinen Eltern, wen das interessiert. Meine Mama freut sich immer und mein Papa auch. Und durfte ich auch wieder die Haare aufdrehen, schön zu Pfingsten machen. Da ist man immer ganz begeistert. Ja, aber ich schweife schon wieder ab. Also das hatte ich im Boss eben. Es geht ja jetzt hier gleich nahtlos weiter. Das kann man ja hoffentlich zusammenschneiden. Hoffentlich kriege ich das heute Abend hin. Und für die Blätter nehme ich jetzt das Stempelkissen in Aventurin. Das ist ja eine der Incolor-Farben, die letztes Jahr rausgekommen ist. Auch eine wunderschöne Farbe und ist halt ja auch in dem Designerpapier hier drin. Und dafür werde ich jetzt mal gucken. Ich wollte es hochkant machen, mich erstmal jetzt hier wieder einfinden, wie mein Gedanke eigentlich war. Die Blüte soll nach oben, also werde ich das hier so ungefähr abstempeln, so wie auf der Karte, die ist ja hochkant. Genau. Also werde ich es einmal abstempeln. Das sind ja auch, meine ich, sind das nicht sogar distinktive Stempel? Ne, kann ich jetzt nicht sehen. Hier. Da sieht man es, es geht halt sehr schön mit der Farbe. Es ist wirklich halt genau der gleiche Farbton ineinander über. Und das finde ich, gefällt mir halt sehr gut so, wie es jetzt hier aussieht. Jetzt werde ich diese beiden ausstanzen und dann doch nochmal probieren. Und das kleine Blatt in Gold habe ich schon ausgestanzt mit den Stanzformen. Und das würde ich dann hier unten arrangieren. Und dann zum Schluss den Spruch, je nachdem, wie ich mit den Blüten hinkomme. Aber ich muss natürlich auch noch mal die kleine Rose abstempeln in jeweils einmal Jade und einmal in Bermuda Blau. Genau, ich fange mal mit der hellen Farbe an. Bin ich wieder aus dem Bild hier. So. Einmal sauber wischen. Und einmal in Bermuda Blau. Ja, super schön. Die Stempelkissen mache ich immer gerne lieber wieder schnell zu, dass mir da nicht aus Versehen was reinfällt. Kennen wir bestimmt alle, ne? Das ist dann ärgerlich, wenn das fertige oder halbfertige Projekt mit Tinte beschmutzt wird. So, und jetzt brauche ich diese beiden Stanzformen. Die passen hier nämlich genau drüber. Das ist immer so ein kleines Suchspiel für mich hier. Aber diesmal geht's. So, hier passt die drüber. Genau. Und diese hier passt hier. Ich habe tatsächlich schon wieder Farbe am Nagel. Und diese hier sieht man es ein bisschen eindeutiger, weil hier nur dieser kleine Zackenrand ist, ne? Und mit diesen habe ich halt die Blätter in Goldfolie ausgestanzt oder goldenen metallicfarbenen Karton. Man kann sie natürlich auch auf Grundweiß, natürlich ist das hier nicht mehr Flüsterweiß, wie ich irrtümlicherweise leider vorhin gesagt habe im Video. Das ist Farbkarton in Grundweiß, der hat ja den Flüsterweiß abgelöst, ne? Den gibt es ja leider nicht mehr, weil die Firma Corona-bedingt pleite gemacht hat.
Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Dann mache ich kurz mal auf Pause, drehe das durch die Stanz- und Prägemaschine und bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich doch tatsächlich geschafft, nicht mehr die Pause-Taste zu entsperren und habe hier schon nur den Aufleger aufgeklebt. Also den habe ich tatsächlich nur mit Flüssigkleber auf der Rückseite und dann auf die Karte geklebt. Und den Stempel habe ich schon, den Spruch habe ich schon abgestempelt in Jade. Und hier liegen noch die Stanzteile. Und ich wollte euch noch zeigen, ich hier gehe dann immer, wenn ich das aufgeklebt habe, mit diesem Roller hier drüber, Speedball. Und das ist auch für Tinte zum Auftragen. Das ist ein ganz alter Roller, den habe ich mal von meiner lieben Ableihen bekommen. Und den verwende ich sehr gerne, damit das richtig schön plan hier auf der Grundkarte aufgetragen ist. Ja, und jetzt können wir mal zusammen probieren, welche Farbe hier am besten aussieht. Das ist jetzt Jade und auch noch mal das kleine Blättchen hier in Gold. Ich habe bei meinen anderen Karten das immer irgendwie mit dieser kleinen Antenne hier gemacht, dass die so nach oben ist und diese kommt hier drauf. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Und jetzt zeige ich es noch einmal. In dem kräftigeren Farbton, das wäre Bermuda Blau. Oh, das sieht auch gut aus, ne? Ich glaube, ich wechsle nochmal meine Meinung. Das ist ja das Schöne. Also, das ist auch immer, was bei mir am längsten dauert, bis ich das Papier ausgesucht habe und bis ich mich dann für die Stempelfarbe entschieden habe und so. Kennt ihr bestimmt auch alle, aber das macht halt. Das macht es nachher aus für mich so, ne? Dass die Karte, jeder hat ja auch so ein eigenes Auge oder den eigenen Blickwinkel dafür. Manch einer mag diese kalten Farben gar nicht, der mag nur die warmen Farben oder nur die Neutralfarben. Und aber ich lasse das jetzt so, das sieht sehr harmonisch aus. Ja, und jetzt wird einfach nur geguckt, was ist hinten. Da kommt also hier, das gebe ich noch mal einfach so bisschen in Schwung, damit das so ein bisschen nicht so platt auflegt. Und dann klebe ich das mit einem Dimension hier drauf. Und das mache ich mit der großen Blüte genauso. Da mache ich einfach hier zwei Stück in die Mitte. Und gucke nochmal, dass wir hier den Stempelspruch nicht total verdecken. Genau. Und die kleine kommt hier daneben. Die Rose, die noch so ganz schön knospig ist, noch nicht so aufgegangen ist. Und das mache ich jetzt an dieser Seite ein und auf der Seite mache ich das mit einem Glue Dot mit den Mini-Klebepunkten. Weil das da ja nicht so viel Höhe mehr braucht. Gehe ich einfach hier so drauf, einmal kräftig ablösen, genau. Und hier draufsetzen. Ja, den muss ich natürlich auch noch vorher abmachen. So. Ja, und das ist also jetzt meine schnelle Karte. Also die gehen wirklich, ich glaube, unter 10 Minuten schafft man das locker. Wenn man alles an Bord hat, das ganze Materialien, sieht auch ohne das Embossing, ohne das klare Embossing super schön aus. Die Blüten sieht man ja in dem Fall in der Blüte, die ist ja nicht Emboss. Guck noch mal, ob es mit dem Licht irgendwie besser geht. Und das waren jetzt meine ganzen vielen schönen Karten zu dem tollen Stempelset Tintenkunst. Ich lege sie noch mal einigermaßen hier in die Mitte und hier diese drei Anfänger, mittleres Niveau und Profi-Bastler. Und hier auch nochmal mit dem ausgestanzten Element und dann hier mit dem tollen Etikett hier, so schön bestickt heißen die, meine ich. Und auch das wunderschöne Papier. Genau, so, das war sie. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und Pfingsten steht ja in den Startlöchern. Dann wünsche ich euch natürlich auch schöne Pfingsten, erholt euch gut.
Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und guckt euch bitte auch meine anderen Videos an. Lasst mir mal einen Kommentar da, wie euch dieses Set gefällt oder wie meine Kartenideen euch gefallen. Und ich sende euch liebe Grüße. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.